Hallo, schön, dass du Yoga mit Marlene eingeschaltet hast. Jetzt erwartet dich eine Yoga-Sequenz für den unteren Rücken, speziell so der Bereich des Kreuzbeins, der Lendenwirbelsäule. Wenn du merkst, dass sich hier Verspannungen aufbauen oder generell hier zu Problemen neigst, kann diese Übungsabfolge helfen, hier so Weite und Lockerheit reinzubringen. Wenn du aber akute Schmerzen hast, klär das definitiv mit deinem Arzt oder Therapeuten ab, weil ich hier definitiv nicht aus der Ferne reinschauen kann und meine Aufgabe als Yogalehrer das auch gar nicht wäre. Dementsprechend sei hier lieber auf der sicheren Seite, lass das auch abklären, lass dich professionell begleiten und betreuen. Ich bin aber ziemlich sicher, dass du so diese sanfte Übungsabfolge hier erlaubt bekommst. Aber wie gesagt, zu jeder, alles ist ganz individuell, deshalb better be safe than sorry. Du brauchst eigentlich nichts außer eine Decke, die zu Hause herumfliegt. Das ist eine relativ feste, aber du kannst das definitiv für dich ausgleichen und irgendetwas mit einer schönen Kante, aber auch das ist optional, ein Yoga-Block oder auch ein dickes Buch. Sind hier super. Und dann für die erste Übung lade ich dich ein, dass du in die Rückenlage kommst. Denn in der Rückenlage ist so die Position, in der dein unterer Rücken am wenigsten arbeiten muss, gut neutral ist. Wenn du ein Thema hast, ist es meistens am angenehmsten, die Füße breit aufzustellen und die Knie zueinander sinken zu lassen, weil mit gestreckten Beinen da ein bisschen zu viel Spannung und Druck in den unteren Rücken kommt. Du kannst aber auch eine dicke Deckenrolle, Polster, Yoga-Blöcke, was auch immer du bei der Hand hast, unter deine Knie schieben. Das heißt, finde eine Haltung, in der so eine Minute, ein paar Atemzüge verweilen kannst, ohne dass du nur jeglichen Druck hast. Das soll jetzt wirklich entspannend sein. Und für dich die Möglichkeit, dein Kreuzbein zu visualisieren, das ist so ein dreieckiger Knochen, in der mehrere Wirbel ineinander verschmolzen sind. Hier deinen Beckenboden zu entspannen. Und so mit jeder Ausatmung das Becken ein Stück schwerer in die Matte sinken zu lassen. Wenn Gedanken kommen, dann lass sie einfach vorbeiziehen und fokussiere wieder dein Kreuzbein, dein Becken, wie es ganz schwer auf der Matte ruht. Und stell die Füße auf, sodass die Beine jetzt hüftbreit in einer angenehmen Entfernung zum Becken auf der Matte sind. Und lass die Knie von einer Seite zur anderen schwingen. Vielleicht so eine minimale Spannung im Bauch, sodass die Knie nicht ganz wackelig zu den Seiten plumpsen, sondern dass du das über die schrägen Bauchmuskeln begleitest. Aber ohne dich hier zu verkrampfen, du kannst dir vorstellen, dass deine Atemstoffmaske oder du brauchst gar keine Luft, du bist unter Wasser und deine Knie sind wie Seegrasspitzen, die sich ganz sanft in einer angenehme Strömung schwingen. Und es gibt ein Gelenk, das das Kreuzbein mit dem Becken verbindet, das Iliosakralgelenk. Und wenn du hier öfter ein Thema hast, hast du ziemlich sicher schon davon gehört, das irgendwo gegoogelt oder gesagt bekommen. Wenn du ein Thema hast, kann das sein, dass du die Seite, die ein bisschen spießt, sich hier auch bemerkbar macht.
soll nie wehtun, nie stechen. Wie gesagt, du bist ganz fließend, wie Seegras, und schwingst von einer Seite zur anderen. Und es geht viel weniger darum, wie tief die Knie kommen, wenn du siehst, meine gehen gar nicht tief, sondern vielmehr um diese ganz minimale Rotation, diese minimale Bewegung, die so im unteren Rücken vielleicht ein Stück noch in der Brustwirbelsäule ankommt. Es mobilisiert jetzt auf der einen Seite den Bereich, wo dieses delikate, mini kleine Gelenk ist, dieses Verbindungsstück, das sich ganz gern verkeilt und so ein bisschen verspannt. Aber auch um Bewegung in deine Wirbel hineinzubringen. Und diese Bewegung, es braucht gar nicht mehr, hält dich jung, indem es einen Bereich, der nicht gut oder gar nicht durchblutet ist, mit frischer Flüssigkeit erfüllt. Und wir wissen, wir bestehen zu einem Großteil aus Wasser, 2/3, beziehungsweise, wenn du es in Atomen rechnest, noch viel mehr. Also fast vollständig dann, kann man sehen, wie wichtig das ist. Und von hier lade ich dich ein, die Bewegung langsam wieder kleiner werden zu lassen, als ob die Strömung ausklingt und die Knie sich in der Mitte wieder einschwingen. Und dann zieh von hier das rechte Knie heran und das linke Bein darf aufgestellt bleiben, gerade wenn du gerade akut verspannter bist, reicht das wahrscheinlich schon an Spannung. Oder wenn du sagst, das geht gut für dich, das ist eher vorbeugend, dann ist das auch eine wunderbare Übung für Hüfte, Becken, unteren Rücken. Und ich weiß, man sieht nicht viel, aber es macht ganz viel, um hier vorzubeugen. Und vielleicht spürst du auch so eine ganz, ganz sanfte Dehnung und mehr brauchen wir jetzt auch nicht. Und wenn du noch nicht oft Yoga gemacht hast, wirst du denken, Dehnung, nein. Es ist viel subtiler als das, was du gerade vielleicht denkst, was wir suchen. Es darf angenehm sein und doch ist da was zu spüren. Und wenn dir so Übungen jetzt gut tun, nimm dir die gerne mit. Ich mache das oft, dass ich mich gar nicht umziehe, das am Teppich bei den Kindern mache oder zwischendurch meine Matte ausrolle und mich einfach kurz drauflege. Und wenn die Chin nicht so eng ist, dass sie kneift, kannst du das echt in fast allen Klamotten machen. Also brauchst du dich gar nicht umzuziehen. Das ist eine tolle, kurze Pause. Du kannst das zweite Bein zusätzlich heranziehen. Und wie immer, drück gerne auf Pause, wenn du sagst, boah, ist das gut, ich habe alle Zeit der Welt, ich will bleiben. Drück Pause, bleib so lang, bis du spürst, Zeit weiterzugehen und dann play und folge mir wieder. Du kannst hier auch nochmal den unteren Rücken auf der Matte massieren. Dich sanft hin und her wiegen. Mit den Händen die Knie greifen, gegengleiche Kreise beschreiben. Die Richtung zu wechseln. Nach hier die Gelenke mögen es, sanft bewegt zu werden. Und dann das eine Bein zu strecken, das andere Bein heranzuziehen, beziehungsweise gerne so diese aufgestellte Variante, die ist genauso gut. Ich finde heute die angenehmer. Und dann hier zu entspannen. Und wie immer bei Yoga mit Marlene, mach deines draus. Deine Zeit jetzt, wenn du merkst, ich möchte halt gar nicht ruhig halten, dann zieh gerne das Knie an unterschiedlichen Stellen zu dir heran. Vielleicht mit jeder Ausatmung heranziehen, mit jeder Einatmung lösen.
Vielleicht möchtest du mit deinem Knie Kreise beschreiben. Alles, was dir jetzt gut tut. Und dann von hier, falls du es noch nicht hast, stellst du das rechte Bein auf, legst das linke Sprunggelenk auf den rechten Oberschenkelansatz und ziehst den rechten Oberschenkel zu dir heran. Dann greifst du die rechte Oberschenkelrückseite mit der rechten Hand von außen, mit der linken Hand greifst du zwischen beiden Oberschenkeln durch. Und dann zieht das wahrscheinlich schon von Haus aus ganz gut, wenn du hier ein Thema hast. Vielleicht möchtest du ein bisschen mehr, dann gibst du einen sanften Schub mit dem linken Ellenbogen auf dem Oberschenkel. Nimmst ins rechte Bein ein Stück mehr nach außen. Beugst die Knie ein bisschen mehr. Oder, das brauche ich halt nicht, ich habe da auch halt gut Spannung drin, kannst auch dein Schienbein greifen. Und indem der Oberschenkel dann näher rankommt, wird das auch intensiver. Atme noch dreimal tief durch und merke, intensiver ist nicht unbedingt besser. Bleib so bei 70% deiner Maximalspannung, sodass du die Schultern entspannt auf die Matte legen kannst. Nacken, Kiefer, alles gut entspannt bleiben darf. Und auch der Beckenboden sich so weit, wie jetzt möglich ist, lösen darf. Dann löse die Hände und wechsle die Seite. Rechtes Sprunggelenk auf linken Oberschenkelansatz, zieh das linke Bein heran, greif die Beinrückseite. Wenn hier noch Kapazität ist, gib mit dem rechten Ellenbogen etwas Druck, nimm das linke Bein als Ganzes ein Stück mehr nach außen, dadurch ist das Becken einfach neutraler, du weichst der Dehnung nicht so sehr aus und es wird in der Regel ein Stück süßer. Das sind so Übungen, die du jeden Tag machen kannst. Gerne so 5 Atemzüge oder eine Minute halten. Und wenn du Zeit hast, auch länger, sodass nicht nur du dem Muskel Hallo sagst, sondern du deinem ganzen System Zeit gibst, hier runterzufahren und abzuschalten. Und für mich ist so der untere Rücken der Bereich, der verspannt, wenn alles ein wenig viel wird. Dann merke ich so, okay, runter vom Gas, To-Do-Liste erstmal verbrennen. Wir in die Kraft finden und am nächsten Tag geht meistens alles dann schon um einiges leichter. Beobachte einfach mal, wenn dein unterer Rücken öfter Hallo sagt, ob das vielleicht für dich auch stimmig ist oder ob du ein anderes Muster erkennst. Oft begegnen wir immer denselben Herausforderungen im Alltag, bis wir es dann endlich begriffen haben. Das merke ich zumindest bei mir im Leben. Und dann löse auch diese Seite. Schau, ob es noch eine Bewegung mag. Vielleicht möchtest du dich strecken. Und dann von hier komm über den Vierfüßlerstand in die Stellung des Kindes. Und schnapp dir dafür gerne den Block oder das Buch, was auch immer eine kleine Kante hat. Und ich möchte, dass du mit dieser Kante den Bereich über den Augenbrauen jetzt gleich sanft massierst. Das soll nicht wehtun. Das heißt, das soll wirklich wie eine gute Massage sich anfühlen, weil wir über die ganze Körperrückseite ein Fasziennetzwerk haben, das eben bis kurz über die Augenbrauen geht. Und wir haben nach diesem Punkt auch die Möglichkeit des Loslassens und dieses Anspannen, Lösens geben können. Das heißt, aus der Stellung des Kindes, so wie du sie gerne machst, nimmst du den Block, streckst die Hände vor und beginnst dann so mit einer sanften Massage. Vielleicht hältst du den Kopf hier noch etwas fest, wenn es zu intensiv ist.
Vielleicht magst du auch die Decke nehmen und eine Schicht darüber legen, damit es nicht ganz so hart ist. So oder so soll es sich fast so anfühlen, als wärst du jetzt am Massagetisch und würdest von jemand anderes verwöhnt. Nur, dass du dir das jetzt selbst schenkst und so dafür viel besser in die Regionen vordringen kannst, die dir jetzt gut tun. Massiere die Stirn. Hier ganz einfach entspannt aus. Wenn du magst, gib den Block gerne noch einen Moment beiseite oder bleib bei dieser Haltung. Einen Moment in der Stellung des Kindes. Und jetzt wirklich noch einen Moment Kopf, Schultern, die ganze Körperrückseite entspannen zu können. Noch mal tief durch, erlaubt der Luft sich wirklich auch in der Körperrückseite, vor allem dort, wo du vielleicht etwas Spannung wahrnimmst, sich auszudehnen. Und dann richte dich in deinem Tempo langsam wieder auf und für die letzte Übung, vor einer optionalen, ja eigentlich fast wichtigen, nicht optionalen Shavasana, schnappst du dir die Decke und es kann sein, dass du sie etwas dünner falten möchtest, aber es soll von der Form her Platz für deinen Torso finden, so dass die Hüftknochenkante gerade herunten ist. Und wenn du gerade akut ein Thema Verspannung hier im unteren Rücken hast, spüre wirklich rein, ob sich das für dich gut anfühlt. Ich merke hier für mich, dass in der Bauchlage ich viel besser entspannen kann, weil es etwas von dem Druck aus dem Rücken rausnimmt, wie wir zu Beginn es gehabt haben in der Rückenlage mit aufgestellten oder abgewinkelten Knien. Und dann von hier gerne die Hände aufeinander legen, die Stirn darauf, sodass die Nase hier Luft hat oder den Kopf mal zu einer und ich gebe Bescheid, wenn es zum Drehen wird, zur anderen Seite zu drehen. Dreh den Kopf gern zur anderen Seite oder bleib hier noch einige Momente. Atme hier noch zwei, dreimal tief durch. Lass den Atem, deine Lungenflügel sich in alle Richtungen ausdehnen. Jetzt vor allem auch nach hinten zur Körperrückseite hier Raum schaffen. Von innen nach außen. Gerade dort, wo du merkst, es gibt hier einen Bereich, in dem du loslassen und weiche hineinbringen möchtest. Und dann roll dich ganz einfach schnell auf die Seite.
Und von hier gib die Decke zur Seite, roll dich auf deinen Rücken und finde die Variante von Shavasana, in der du jetzt am besten loslassen kannst. Wahrscheinlich mit abgewinkelten Knien, entweder Decke, Blöcke, Rolle unter den Kniekehlen oder Füße mattenbreit, Knie zueinander sinken lassen. Und wie zu Beginn spür hier dein Kreuzbein schwer auf der Matte ruhen. Erlaube deinem Beckenboden, deinem Kiefer, deiner Stirn sich zu lösen. Erlaube deinem Atem frei zu fließen. Du kannst hier gerne noch so lange bleiben, wie du kannst und möchtest. Ich bedanke mich, dass du Yoga mit Marlene eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Mal. Namaste.